Hey Freunde, im heutigen Video zeige ich euch ein Tutorial, wie Weeknd seine Musik macht. Los geht's! Ich finde die Art seiner Musik sehr interessant. Sie erinnert mich meistens an die Musik, die so im Restaurant läuft, so wie ein schickes Dinner im 5-Sternen-Restaurant. Begonnen habe ich mit den Kicks, danach Snare und Clap und die Heads. Wie schon gesagt, tönen einige seiner Songs nach Restaurant. Für die Melodie habe ich Klavier, Streicher und weiteres benutzt. Für den Bass habe ich zuerst eine Synth benutzt und sie ein wenig bearbeitet und noch eine normale 808. Egal ob in der Stimme oder das Instrument, es muss hallig tönen. Darum habe ich in fast allen Instrumenten, sowie auch in der Stimme, einen Reverb-Effekt hineingefügt. Ich habe extra viele Songs von Weeknd gehört und habe festgestellt, dass es sich bei ziemlich allen Songs um Liebe dreht. Entweder hat er die Freundin verloren oder er will ihr einfach beweisen, wie stark seine Liebe ist. Okay, an alle Zuschauer, Hater, Fans, egal was. Ich bin kein Sänger. Ich singe zwar seit immer für mich und ich habe eigentlich vor, auch mal singen zu können. Aber das ist jetzt einfach, um euch zu zeigen, was er für Effekte benutzt und wie er singt, damit ihr es auch versuchen könnt. Also kein Hate, please. Es tönt schrecklich. We found each other. I helped you out of a broken place. You gave me comfort, but falling for you was my mistake. I put you on top, I put you on top. I claimed you so proud and openly, and when I swear off, went and swear off, I made you, I held you close to me. So call out my name. Call out my name when I kiss you so gently. I want you to stay. I want you to stay. I want you to stay even though you don't want me. I'll be